Der Gewerbestandort Speicher ist in einer paradoxen Situation. Auf der einen Seite locken seine großen Geschäfte regelmäßig tausende Menschen zum Einkaufen in den Ort. Auf der anderen Seite kämpft Speicher in seinem Zentrum seit Jahren mit dem Problem, für das es bislang kein wirksames Gegenmittel gab. Das Problem heißt Leerstand. Also Speicher ist für meine Begriffe ein hervorragender Gewerbestandort. Wir haben hier sehr viele Gewerbebetriebe in Speicher aller Art. Wir haben natürlich auch in allen anderen Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde Gewerbe, aber natürlich in Speicher konzentriert. Natürlich gibt es auch im Ortsinnenbereich den einen oder anderen Leerstand. Das ist sicherlich richtig, das gefällt uns auch nicht. Wir sind auch im Dialog mit dem Gewerbeverein und versuchen, Leerstände zu beseitigen. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil es eigentlich für jeden Leerstand auch eine Geschichte gibt. Eine Geschichte der Gestalt, dass es Probleme beim Inhaber gibt, mit der Nachfolge oder aufgrund des Alters des Inhabers des Betriebes, dass er den Betrieb nicht mehr weiterführen will. Und wir sind aber permanent dabei, im Dialog mit dem Gewerbeverein Lösungen zu finden, um den einen oder anderen Leerstand wieder zu beseitigen. Die Gemeinde Speicher, wie auch die Verwaltung, unterstützt natürlich den Gewerbeverein und auch das Gewerbe, um den Standort attraktiv zu machen. Wir sind am Überlegen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsmöglichkeiten machen können, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch Parkplätze schaffen können. Die Gemeinde hat jetzt schon wieder in der Bahnhofstraße, Marstraße einen Parkplatz ausgewiesen und ausgebaut. Wir wollen aber auch noch im Bereich des Marktplatzes Überlegungen anstellen, ob es hier noch Möglichkeiten gibt, Parkflächen zu gestalten, aber auch mit Blumenschmuck noch die Atmosphäre etwas zu verbessern. Insgesamt gibt es im Ort 15 Leerstände, einige davon auch am Marktplatz. Und 15 ist freundlich gerechnet. Denn die leeren Geschäfte, die zwischenzeitlich zu Wohnraum wurden, sind nicht dabei. 24 Einzelhändler zählt der Speicherer Gewerbeverein. Da sind 15 Leerstände viel. Doch davon lassen sich die Mitglieder des Vereins nicht entmutigen. Ich sehe für den Gewerbestandort Speicher schon Zukunftsperspektiven. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir die Discounter hier haben, die jede Menge an Leuten halt ins Dorf bringen. Wenn wir die nicht hätten, würden die natürlich abwandern in die anderen Zentren, Trier, Wittlich-Bitburg. Und so haben wir doch einen ziemlichen Zustrom, wovon auch teilweise wohl was im Ort hängen bleibt. Diskutiert wird halt immer ein bisschen kontrovers, dass im Ort kaum noch Betrieb ist. Aber auch daran arbeiten wir und ich denke, wir bekommen das zusammen mit der Gemeinde in den nächsten Jahren doch vernünftig hin.